Grüß dich! In diesem Video schauen wir uns das Kastal zwei Lösungen für Tangens an. Wie der Name schon vermuten lässt, braucht man dein Vorwissen zum Tangens. Insbesondere solltest du dich daran erinnern, wie der Tangens am Einheitskreis dargestellt werden kann. Du kannst dir dafür gerne nochmal das Kastal Winkelfunktionen am Einheitskreis weiter oben am Arbeitsblatt anschauen. Außerdem solltest du bereits verstanden haben, wieso verschiedene Winkel denselben Sinus bzw. auch denselben Cosinus haben können. Und nach diesem Video wirst du auch begründen können, wieso verschiedene Winkel auch denselben Tangens haben können. Und auch welche Winkel das sind, nämlich die, die sich um genau 180 Grad oder eben ein Vielfaches davon unterscheiden. Bevor du das Video weiterschaust, drück auf Pause und zeichne den Tangens von 140 Grad im Einheitskreis ein. Dieses Wissen werden wir jetzt nämlich brauchen. Den Tangens, den zeichnen wir ja immer auf der rechten Seite vom Einheitskreis ein. Also entweder im ersten oder im vierten Quadranten. Wenn du nochmal eine genaue Erklärung sehen willst, schau dir nochmal das Video Winkelfunktionen für alle reellen Zahlen an. So, mit diesem Wissen im Hinterkopf bitte ich dich jetzt, dass du die Arbeitsaufträge 1 bis 4 in diesem Kastal ausführst. Wenn du fertig bist, kannst du das Video für die Auflösung fortsetzen. Der Tangens ist ja die y-Koordinate vom Punkt T, also diese Länge. Wie man aus der Grafik ablesen kann, ist diese Koordinate genau 0,6. Wie beim Sinus und beim Cosinus auch, gibt es auch im Tangens einen zweiten Winkel zwischen 0 und 360 Grad mit demselben Tangenswert. Nennen wir diesen Winkel Alpha Strich. Für diesen Winkel Alpha Strich, den ich da gerade einzeichne, ist ja der Punkt T genau dasselbe, wenn wir diese Strecke nach hinten verlängern. Die dritte Nummer, die fühlt sich jetzt irgendwie ein bisschen komisch zum Erklären an, weil wir haben ja Alpha Strich genauso konstruiert, dass wir zu Alpha einfach 180 Grad dazu dann haben. Also ist 180 Grad plus Alpha genau Alpha Strich. Und der Tangens von Alpha und Alpha Strich ist ja genau dasselbe. Das war ja die Voraussetzung für Alpha Strich. So, für die vierte Nummer wird sich vermutlich nicht überraschen, dass wir nach dem Arcosinus und Arcoscosinus aus den letzten Videos auch den Arcostangens brauchen werden. Wie wir arbeiten, das genau weiter unten am Arbeitsblatt. Wieder kann ich nur sagen, dass du mir für jetzt glauben musst, dass Alpha genau der Arcostangens von 0,6 ist. Am Taschenrechner steht auch oft Tangens hoch minus 1. Und wenn ich das eintippe, dann kommt genau 30,96 Grad heraus. Für Alpha Strich müssen wir jetzt nur noch 180 Grad dazu zählen. Und das geht fast im Kopf. Und zwar kommt daraus 210,96 Grad. Im nächsten Video werden wir sehen, dass der Sinus und der Tangens ungerade Funktionen sind und dass der Cosinus eine gerade Funktion ist. Wir werden uns außerdem anschauen, was das überhaupt heißt. Bis dann. Servus.